Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des Salzburg Magazins. Kurz vorm Wochenende liefern wir Ihnen noch einmal 30 Minuten aus Stadt und Land Salzburg ins Wohnzimmer. Und wir starten mit einem echten Pionierprojekt für modernes Wohnen in diese Sendung. Die Rede ist vom Sonnengarten Limberg in Zell am See. Von neun Maßstäben in Sachen Preis, Konzept und Bauausführung war bereits im Vorfeld die Rede. Und diese werden nun umgesetzt. Es wird fleißig gebaggert an der westlichen Ortseinfahrt von Zell am See. Der Grund dafür ist ein ambitioniertes Wohnbauprojekt der Stadtgemeinde und vom Bauunternehmen Hillebrand mit dem klingenden Namen Sonnengarten Limberg. Auf insgesamt 22.000 Quadratmetern entstehen dabei 85 geförderte Mietwohnungen, 61 förderbare sowie 38 frei finanzierte Eigentumswohnungen. Die ersten sollen bereits Ende 2018 übergeben werden. Das Projekt hat natürlich ganz besondere Inhalte. Wir haben hier eine soziologische Beratung dazu gehabt. Es geht auch um Barrierefreiheit, nicht nur um Gehbehinderung, sondern auch um Seh- und Hörbehinderungen. Da werden Maßnahmen gemacht. Was uns auch wichtig war, das Mobilitätskonzept. Wir haben einen Stellplatzschlüssel von 1 zu 1,2. Das heißt, dass das sehr reduziert ist. Und was auch dann hier ganz toll ist, das sind die alternativen Energiemaßnahmen, die wir machen. Und heute geht es einfach richtig los und das ist heute wirklich ein großer Tag, nicht nur für das Bau- und Immobilienunternehmen Hillebrand, sondern auch für die Stadtgemeinde Zell am See. Es ist ein großartiger Tag, Wohnen, Leben, Wohlfühlen, das Sonnengarten-Limberg-Projekt mit Spatenstich, da kann man sich nur freuen. Vor allem, es ist viel Arbeit von einem großen Team jetzt erfolgreich einmal begonnen worden. Wir haben zahlreiche Umweltpreise schon eingeheimst, bevor der Spatenstich überhaupt stattgefunden hat. Wir sind Smart-Demo-Projekt und wir haben viele neue, nachhaltige, zukunftsweisende, innovative Ideen hier in dieses Projekt eingebaut und ich lasse mich überraschen, wie wir die umsetzen. Ein Teil dieser Innovationen sind verschiedenste Gemeinschaftsanlagen direkt am Areal. So wird es einen eigenen Nahversorger geben, einen Kindergarten, Multifunktionsräume, ein mietbares Gästeapartment und noch vieles mehr. Man hat zusätzlich nur auf diese Besonderheiten noch Wert gelegt, also dass man wirklich Lagerräume schafft. Da haben wir wirklich gesagt, wir wollen nicht auf das Minimum, was die Bautechnikverordnung vorgibt, sondern wir machen was Größeres, wir machen Zusatzangebote wie Werkstatt, Gemeinschaftsgärten, das sind so Dinge, die in einer Wohnsiedlung wichtig sind und die oft vergessen werden und das haben wir probiert und versucht umzusetzen in der Planung und jetzt geht es an die Ausführung und da gefallen wir uns schon. Entstanden sind all diese Ideen auf einem für den Wohnbau ganz neuen Weg. Von Anfang an hat die Gemeinde gesagt, wir wollen also in einer gemeinschaftlichen Team das erarbeiten. Es ist eine Steuerungsgruppe gegründet worden und da waren von Anfang an alle dabei. Da war der Architekt dabei, da war der Bauträger dabei, Vertreter von der Gemeindepolitik, Freiraumplaner und auch vom SIR, vom Institut für Raumplanung und von der Soziologin. Also jeder bringt das Beste ein, es wird diskutiert und es kommt meiner Meinung nach eine sehr gute Lösung heraus, die sich dann auch in der Qualität, die wir umsetzen werden, zeigen wird. Und ich glaube, dass das für den Pinzgau sicher einmaliges Projekt ist und das erste, das ja so in der Art und Weise umgesetzt wird. Die Stadtgemeinde ist beim Sonnengarten Limberg, also mittendrin statt nur dabei. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Tritt man hier doch erstmals auch als Bauträger auf und übernimmt damit selbst Bauherrenaufgaben. Hintergrund ist, dass man den Bürgern damit möglichst leistbares und trotzdem hochqualitatives Wohnen garantieren möchte. Alles in allem also wirklich ein Wohnbauprojekt am Puls der Zeit, was auch Landesrat Hans Mayer freut. Naja, es gefällt mir sehr gut. Dann haben wir alle jetzt die Möglichkeiten der neuen Salzburger Wohnbauförderung ausgenützt. Die Stadtgemeinde Zell am See, die Firma Hillebrand. Und es entsteht hier was nicht nur Wohnen ist, sondern wie es da hinten auch richtig steht, Leben und Wohlfühlen ist. Es entstehen Wohnungen in allen Eigentumsformen, also Eigentum, Miete, Mietkauf. Aber es entsteht auch drumherum was. Nahversorgung, Kinderbetreuung und das auch auf einem Ort, wo auch der öffentliche Verkehr sehr, sehr gut angebunden ist. Also optimale Voraussetzungen und ich freue mich sehr, auch über den Mut der Stadtgemeinde Zell am See, auch der ganzen Investoren, dieses Projekt so umzusetzen.